Hallo Kinder, ich bin der Geralt. Mist. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 3 World Hunt. Eine Sache, die ich noch mal kurz machen will. Inventory. Nein, das da. Das kann ich auch offscreen machen. Zwei, eins und Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 3 World Hunt. Ich bin gerade mal kurz die Bücher durchgegangen, bevor ich, keine Ahnung, habe ich das jetzt rausgeschnitten oder habe ich das, wieder hier und so, ne, Zeit und sowas. Und, oh, Quest. So, wir haben Hex... Wir haben Hexeraufträge, wir haben Schatzsuchs. Genau. Und machen wir einfach mal Hanna aus den Wäldern. So, mal gucken, wo die Hanna ist. Plötze da. Wo? Da. Na, komm, jetzt. Ach. So. Mal gucken, wer Hanna aus den Wäldern ist. Kennen wir die? Gut, ist eine Monsterjagd, muss bestimmt eine. So eine Geist sein. So eine Geist. Wallah, ich schwöre Geist. Nee. muss so ein Geist sein. Mittagserscheinung oder. Ein Alp oder. Was gibt's noch? Mist, ich treffe die nie. Was gibt's noch für Erscheinungen? Mittagserscheinung, Nachterscheinung, Morgenerscheinung. Und erscheinende Erscheinungen. Nicht erscheinende Erscheinungen, die sieht man nie. So. Hallöchen. Nee, okay, dann nicht. Nicht in die Kleidung spucken, die wird nicht so sauberer. Gibt's irgendwas Neues? Egal. Huch. Hallo, Kaufmann. Achso. Ein Amulett, Pezua, ein paar Schildkrötensteine. Was? Zeig mal, was du hast. Eigentlich wollte ich gar nicht mit ihm reden. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine. Bewährte Mittel für harte Zeiten. Ja, genau, Nierensteine. Da habe ich auch dringend gebraucht. Oh. Satteltasche. Ja. Alter, hat das viel gekostet. Oh. Die fünfte Essenz. Ist das Fleisch? Verwesen. Ekelhaft. Obwohl, die Dinger, die sind aber so teuer. Naja. Tschüss. Bis dann. So. Mein Mann ist wieder bei dieser Hexe gewesen. Was für eine Hexe? Die verzaubert sie, ich sag's euch. Sie saugt ihnen das Leben aus dem Körper. Seit mein Mann bei ihr war, sitzt er nur noch draußen und stochert sich in den Zähnen rum. Bei gar nichts hilft er mehr mit. Ja. Die Frauen beschweren sich wieder über ihre Männer, während sie arbeiten. Ich bin ein vielbeschäftigter... Ja, nicht nur du. So ein Mist. Versucht vergeblich zu pfeifen. So ein Mist.
Alte Frau, hallo. Gesundheit. Alter Mann. Oh. Oh. Hallo. Ja, nix. Ich bin hier wegen der Quest. Ist da denn was? Nee, okay. Wer bist du? Bolko. Sei gegrüßt. Was willst du? Die Bekanntmachung wegen Hannah aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Vielleicht. Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Ja. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hannah aus den Wäldern dir? Nichts. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Das habe ich übrigens, das war in The Witcher 2, ne, Folge 1, da habe ich das vorgelesen. Also, wer das hören will. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hannah aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Hannah aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Oh Gott. Helfer in der Wildnis nicht das Sagen hätten, wären wir längst verloren. Agneta hier, da. Was war denn das gerade? Armer Mirko, ganz alleine. Mama, sag dir nicht. Nee. Sie haben sich so darauf gefreut. Also stimmt es, dass dieser Vampir schwangere Frauen tötet? Den Göttern sei Dank, dass mein Mann vor Hunger nicht mehr hochbringt. Ach so. Willen? Ja. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Beides. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich habe sie gesehen, Hannah aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte. Und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran. Und der Nebel wurde dichter. Und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Was machen die Nachbarn wieder? Die kratzen wieder irgendwas über dem Boden. Bestimmt schleifen die Leichen durch die Gegend oder so, keine Ahnung. Die Frau auf jeden Fall, die wird noch 3 weitere Männer überleben. Abschauen. Das wirst du nicht zulassen, oder? Hab gerade andere Dinge im Kopf. Ja, um was geht's gerade? Keine Ahnung. Darf ich mal dein Ding benutzen hier? Danke. Schleifstein. Ja, das bin ich. Das wohl wahr. So, hier in die Richtung schon. So. Übrigens, ich darf meine Pizza nicht vergessen. Ich habe eine Pizza im... Was zur Hölle? What the fuck happened now? Vielleicht auch nicht. Was geht mit denen? Auf jeden Fall, ich habe eine Pizza im Ofen, ich darf die nicht vergessen. So. Huch, wo sind Spuren? Ah, hier. Fußabdrücke. Na? Hallo? Geralt? Hier ist eine Frau entlang gekommen. Barfuß. Da nach hinten entlang ist sie gegangen. Ein Stück Stoff, vielleicht von einem Kleid, ist am Unterholz hängen geblieben. Offenbar ist sie gerannt. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Aha, da hinten sind Wölfe. Okay, doch nicht zu den Wölfen. Weg hoch. Hoch, stopp, zurück. Blut, Leiche.
Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Oh ja. Sehr deutlich. Ja. Ich wollte eigentlich das da. Wo ist der Hase hin? Naja. Schleifspuren da. Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Brief aus seinem Grab. Brief. Hanna aus den Wäldern. Quest aktualisiert. Lies den Brief. Jetzt heißt es, finde den Brief. Ah. Gut. Messer. Ein Messer kann ich nicht lesen, warum auch immer. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Ich weiß, dass du keine Angst vor Bokai, keine Ahnung, wer Bokai ist, hast. Aber ich fürchte ihn. Er sagt, dass er mich liebt. Doch das ist keine Liebe wie meine zu dir, sondern eine wilde, beängstigende Sorte. Bokai ist übrigens ein behinderter Name. Bokai. Bokai. Das sind aus zwei Sprachen, gibt das Scheißhai. Bokai wird uns niemals in Ruhe lassen. Wir müssen fliehen. Leg deine Antwort an den üblichen Ort. Deine Sula. Bokai und Sula. Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Eine Nachterscheinung. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Wenn ich gerade mal hier bin, eigentlich. Übersehe ich jetzt nicht, speichern. Denn ich werde auf jeden Fall hier sterben. Anführer des Deserteurs. Oder der Deserteure. Aua. Ich gebe euch. Das könnte aber gut. Ich bin gestorben. Ja, ihr könnt es wirklich sehr gut mit die Haut abziehen. Gronkh hat ein Video hochgeladen. Interessant. So. Buch. Ach so, das war vom Spiel. Angriff von hinten bewirken mehr Schaden. Hehehehehehe. Zwinker, zwinker. Ne, Heil kannst du Illusion auflösen und Spielbereiche betreten. Interessant. Schlacht zwischen Gut und Böse, Ankunft der dämonischen Scheiße, ja. So, nochmal, diesmal stelle ich mich aber besser an. Ja, wieder falsches Schwert gezogen. Los, meine Lieben. Gegeben. Was? Also sowas sagt man nicht, ja? Er hat seinen eigenen Mann getroffen. Gleichfalls. Oh, Alter, wie viel Damage kriege ich denn? Eigentlich, wo ist meine Lebensanzeige? Wo ist meine Lebensanzeige, frage ich mich. Und ich sollte die wegschucken statt Ding, denn Feuer bringt da nicht viel. Viele glauben an die Prophezeiung der Itline, naja. Die besagt, dass die Welt von einer weißen das Schicksal einzelner Personen und manchmal sogar großer Gemeinschaften, bla 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 bla. Aua. Wo ist eigentlich mein... Ich bin tot. Wo ist mein Lebensbalken eigentlich? Warum wird der nicht im Kampf... Ich habe den eigentlich ausgestellt, damit man mehr sieht, aber im Kampf sollte er doch ein bisschen zu sehen sein, finde ich jetzt. Schon gemein, wenn man nicht weiß, wie viel Leben man hat. Ah, da juckt gleich mein Kopf. Und ist trocken, das Ding? Pizzaboden trocken? Nicht? Okay.
Eine selbstgemachte Pizza, keine Tiefkühlpizza. Pizza. Und ich sterbe wieder nur an den Gegnern. Das ist gut, an was soll ich sonst sterben? Klippen runterfallen und so. Na, Option. Anzeige. Wo steht die Anzeige? Spiel. Schwierigkeitsgrad ist auf normal übrigens, ne? Grafik. Achso, hier. Anzeigenkonfiguration hier. Ist aus. So, jetzt habe ich wieder. Nein. Ich schaff das. So. Scheiße. Los, meine Lieben, an die Arbeit. Du wirst es lernen. Gegeben. Wir ziehen dir die Haut ab. Übrigens, dass halt so eine Killsequenz kommt, liegt bei 10%. Nicht nachlassen. Keine Angst. Ja, ist auch vollgebracht von der Entfernung. Na, komm schon. Oha, der ist ja komplett nackt. Zieh dir was an, Junge. Alter. Meine Lieben, ist noch einer übrig. Skeptisch. Oh, wie war das mit 10%? Oh. Alter, was ist denn heute los? Nur weil ich gestern gelesen habe, dass es eine Mod gibt, die das Ding steigert. Also dass es wahrscheinlicher ist, dass diese Killsequenzen da kommen. Müsste das jetzt nicht jedes Mal einbauen. Ah gut, ist aber cool. War aber cool. Muss ich zugeben. Kriege ich das jetzt mal? Hallo, kriege ich keine Truhe? Heißt hier schon? Hieslein. Put. Na, das halt nicht. Ist da noch irgendwas Lebendiges? Naja. Okay, man kann es nicht lange halten oder ich habe nicht auf den Knopf gedrückt. Na, jetzt, Geralt, was machst du? So. Sonst ist hier nichts. Doch, da war noch eins. Nur ein Langschwert. Habe ich schon die Truhe? Ich habe schon die Truhe. Warum sagt mir das niemand? Also, nicht springen, rennen. So. Eine Nachterscheinung übrigens, okay, merken. Übrigens, speichern. Denn ich werde gleich wieder sterben, habe ich das Gefühl, weil der Opa mich irgendwie anschreit oder so. Bitte was? Was? Wer denkt sich sowas auf? Hä? Hallo? Sei gegrüßt. Was willst du? Was willst du? Sula und Bokai, hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter, das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden, einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Sula und Ontan, ja.
Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Sula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht, aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Sula, gütige Götter. Westlich des Dorfes? Wo ist Norden? Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Und haufenweise Monster, die sich dort herumtreiben. Mhm. Also irgendwie so eine Elfenhöhle. Stopp. Diesmal kriege ich dich. Oder auch nicht. Bleib. Ah, Fakten. Ah, Fakten. Ich hätte gerne mehr Fakten über The Witcher. So ein Faktenvideo natürlich, ist ja klar. Was anderes habe ich jetzt auch nicht gemeint. Ah, scheiße. Was jetzt, du Stück Dreck? Ich geb dir, du Wolf, ich geb dich. Warum hauen die ab? Na gut, sollen die. Hat er nicht gesagt, westlich des Dorfes? Warum gehe ich nach Norden? Da ist Norden übrigens. Ich will kein Hundetag, ich will Wolfsleber oder irgendwie sowas. Ich will essen, hallo. Ich muss mal in die Taverne. Was ist denn das? Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Nein, nein, nein. Speichern. Ich will wissen, was da hinten ist. Und wieder Deserteure. Roll, Geralt, roll. Wow, aber zum ersten Mal habe ich mich mal anständig angestellt. Man könnte stolz auf mich sein. Die Betonung liegt auf könnte. Ja, Mann. Jetzt muss ich noch gegen eine Erscheinung kämpfen. Scheiße. Inventar. Ah, die Hose ist gut. Sieht scheiße aus, aber ist gut. Nein. So. Also Schwalbe, ja, bitte. Warum habe ich nichts zum Essen? Boah, 90. Ich habe 90 Inventarplatz. Ja, Mann. Keine Ahnung woher, aber ich hab's. Die magische Fähigkeiten blockiert, finde ich gut. Ich sollte... Na, ich penne da einfach mal direkt. Na. Nein. Um 21 Uhr ist es schon soweit. Wer hat das Feuer angemacht, ist die Frage. Hello, Beauty. Okay. Na, komm schon. Na. Klappt doch nicht. Diese Aktion während des Kampfes nicht erlaubt. Hallo, ich will mein Ding einsetzen. Hä? 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 Jetzt geht's, weißt du? Jetzt, wo ich tot bin.
Du scheiß Spiel. Du scheiß Dings. Das Spiel ist gut, aber der Rest ist scheiße. Mann! Ich hab die ganze Zeit auf Skill einsetzen, also auf, ne? Und da, nö, jetzt grad, jetzt ist schlecht. Du musst erst warten, bis du tot bist. Nee, jetzt nicht. Oh, kann das sein, dass diese magische Fähigkeiten auch für mich gelten? Kann das sein? Also, ja. Das kann auch durchaus sein. Ja, wenn ich in diesem Nebel stand. Ah, ich habe mich so gut angestellt, ich werde jetzt sterben. Warum speichere ich nicht? Bin ich behindert? Ah, direkt kriege ich einen Schlag in die Fresse. Hä, was? Siehste? Ich wusste es, dass ich sterbe. Mann, ey. Ich finde es schade, dass ich Schaden bekomme, wenn ich den schlage, obwohl ein Schild aktiv hat. Das finde ich doof. Also, ne, bitte, jemand soll einen Mod machen. Macht eine Mod. Man kriegt keinen Schaden, wenn der Gegner ein Schild oben hat. Man wird nur blockiert. Schlimm. Warum kriegt man Schaden? Mann, jetzt. Die Folge wäre eigentlich zu Ende, weißt du? Aber nein. Das Spiel lässt mich ja nicht. Jetzt lad schneller. Mann. Beinahe alle Tränke, Bomben und Öle lassen sich verbessern. Ja, gut zu wissen. Warum ladet das so lange? Ich sollte mal mein PC wieder ausschalten. Huch. Ich geb dir gleich, Papa. Nicht nachlassen! Was zum Teufel? Komm schon, komm näher. Aua. Aua, Geralt? Scheiße. Dein Arsch. Mein Arsch, was? Was, mein Arsch? Was? Hast du ein Problem mit meinem Arsch oder was? Tja. Na, wo sind die Dinger? So. Der wollte was gegen meinen Arsch sagen. Tja, Idiot. So. Ich will die Hose. Das ist nicht Schwalbe, das ist Schwalbe. Jetzt speichern. Nochmal meditieren. 21 Uhr. Oder war es 22 Uhr? Ne, 21 passt. Ja, das hatten wir alle schon gesehen. Komm her, komm. Ich geb dich. Was ist denn los? Achso. Schattendoppelgänger. Oh, ich sehe sie kaum. Ich weiß nicht, wie man das heller stellt. Ach du Scheiße. Die Pizza muss noch ein bisschen warten. Hoffentlich brennt die nicht an.
Nee, die brennt ja nicht an, die verbrennt ja höchstens. Na egal, schön cross mag ich's ja, ne? Jetzt muss ich wieder warten, bis es ladet. Ah! Ich guck mal, ob ich Dinge herstellen kann. Na, Geisteröl oder sowas. Was brauche ich dafür? Öl und Geisterader? Keine Ahnung. Einige Mutagene von Monsterkadavern, ja. Leichte Rüstung bieten zwar wenig Schutz, aber deine Ausdauer regeneriert sich schneller und sie trägt, wenn du sie trägst. Mittlere Rüstung, du kannst deinen Und wie geht's euch so? Also mir geht's eigentlich gut, wenn ich nicht gerade am Sterben bin. Passiert mir öfters, dass ich sterbe. Oh, die Putze duftet schon. Hihihi, freu. Viele Leute mögen Hexen. Oh. Da will man einmal was vorlesen. Komm schon mal schneller. Schneller, komm. Jetzt. Na, geht doch. Hallo? Geralt, da wollt gerade nicht. Alchemie. Verfluchte Öl, Anwendung schwer, zusätzlicher Effekt. Ja, bei was? Aber verfluchten Gegnern. Aua, verfluchte Gegner sind irgendwie mutierte Viecher. Geisteröl, was braucht... Ich muss Geisteröl herstellen. Wo ist das Dorf? Nein. Ist deine Kräuter-Omi eigentlich im Dorf? Na, scheiße. Da hinten ist eine Alchemie-Zutat, kannst du hier erwerben. Wo? Ich reite da mal kurz hin. So. Nein. Da. Komm her, Blötze. Ja, fein. Lauf, Blötze. So, jetzt. Auf. Dein Ernst? Geralt, dein Ernst? Ich hoffe, das sind keine Gegner. Nein, das sind Gegner. Tschüss. Ich muss Kräuter kaufen. Ich habe keine Zeit für euch. Ich finde schön, dass die Musik leiser wird, wenn ich diese Sicht aktiviere. Also, mein Pferd ist zu, ne? Was macht ihr hier? Achso, ich bin hier. Boah, ein Rachenputzer. Jetzt so ein Rachenputzer wäre schon, also... Hä, wo? Na. So. Na. Ach, bin ich wieder hier? Da Prinzessin, die Prinzessin. Abgeschlossen. Dein Ernst? Hallo? Hallo? Ich möchte was kaufen, Opa. Alter, mach die Tür auf. Mist. Wo finde ich noch eine Kräuter-Omi? Da ist keins, da ist nichts. 41 Fragezeichen, Alter, finde. Nix. Hä?
Ich möchte Kräuter kaufen, verdammte Scheiße. Dein Ernst? Nee, der Penner, ey. So. Huch. Hier. Schneller. Na? Was stehen die hier rum? Was gibt's, Girl? Ja, was gibt's mit euch? Warum steht ihr hier rum? So. Der Kaufmann verkauft was? Willst du etwas kaufen oder dich nur Beides. Umsehen? Ist es verbrannt? Jetzt guck nicht so doof. Zeig mal, was. Der guckt immer noch so doof. Ach so. Ja. Hat man davon, wenn man in den Ofen guckt, wenn es noch heiß ist? Hast du nicht in den Ofen? Voll nicht. Was? Der Händler hat nicht genug Geld, um... Es ist nicht wahr. Der hat nichts. Bis dann. Na, da hinten war noch einer. Meister Hexer, es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen. Es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen, schön zu wissen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Grüß dich. Meinen Grupp? Schwer zu sagen. Ich habe viel von der Welt gesehen. Genau wie ich. Ich sehe mich mal um, wenn's dir... Ich laufen da rein. Achso. Ich muss hier, hallo, Kräuter kaufen. Hallo ist wichtiger. Stahlblech. Hier gibt's nirgendwo Kräuter, verdammte Scheiße. Leb wohl. Wir sehen uns. Hier gibt's wirklich keine Kräuter. Was? Ja, was? Du da, Weißer. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas gekriegt. Nee, ich sehe immer so aus. Obwohl, Zwergenschnaps. Öle, schon mal gut. Nee. Na, jetzt... Da ist noch eine Kiste. Rohes Fleisch immer gut. Oh, Gerald, jetzt lauf. Ich brauche Kräuter. Hat nicht jemand Kräuter für mich? Eine Frage, kann ich eigentlich... Wo ist ein Wegweiser? Geht das, wenn nicht jetzt? Hier hin, Wegweiser. Warte, ich will was testen. I will try something. Also was sagt man nicht, ja? Das heißt Katze. Na, ich möchte mal. Bom, 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 bom. Na? Geht das, wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte hier hin? Und wenn ich dann sage, ich möchte hier hin? Gerald und Jennifer waren wieder vereint und Gerald war ja. Zufrieden. Ja. Erfuhr, dass ein einstiges Mittel Cirilla in ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Nicht nur das. Ja. Und ich bin wieder hier ohne irgendwelche Dinger. Finde ich gut. Jetzt, wo ist die Kräuter-Omi? Ach. Da. Wo, da? Na, nimm mit. Das ist die einzige Kräuter-Omi, der ich vertrauen kann. Das ist meine Kräuter-Omi des Vertrauens. Wie geht's unserer Kranken? Die ist nicht mehr da. Hallo? Ja. Ja, was? Ja. Wo ist Lena? Bitte nicht tot, bitte nicht Wo tot. Wo ist Lena? Tot, ist was passiert? Tot, sie hatte sich erholt. Ja. Dann kam Nilfgaarder und brachte... Was? Nilfgaarder? Wieso? Was wollten die von ihr? Keine Ahnung, sie erklären sich nicht. Das haben sie noch nie gemacht. Aber sie lebt. Ich hab sie gerettet. Finde ich gut. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. So.
Siehste, Kräuter-Omi des Vertrauens hat immer das, was man gerade braucht. Ohne die wäre ich einfach, also ich wäre aufgeschmissen. Dreimal. So. Danke. Leb wohl. Kann ich gucken, habe ich jetzt eine Quest? Hey, nein, habe ich nicht. Warum nehmen die einfach Lena mit? Hört die Quest jetzt einfach so auf? Das darf doch nicht einfach so aufhören. Lauf, Geralt. Ah, ich wollte Dinge herstellen. Stimmt. Alchemie. Giftöl, Geisteröl. Siehst du? Die Kräuter-Omi des Vertrauens hat immer das, was man braucht. So. Wlip, wlip. Wille, wille, wille. Wille, lille, lille. Wo ist die Quest? Da. Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri im Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte Hexer von einem maskierten Magier, ja, mit einem, ja, Versteck an dem Ciri, ja, sich angeblich verborgen, ja, gehalten hatte. Ja. Der Hexer machte, ja, sich mit Keira auf den Weg. Ja. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht. Ich will weinen. Die Geisterkavalkade war Geralt. Quatsch mich nie voll, alter Mann. Jedenfalls. Der Hexer war nah daran. Übrigens ist kein alter Mann, das ist Ritter Sporn, aber quatsch mich nicht voll. So. Renn, Geralt. Huch, ich sehe nichts, weil zu grün ist alles. Oh, cool. Einfach so mal Geld auf dem Weg gefunden. Inventar, bevor die Oma jetzt erscheint. Yes. Ich kann es dann immer benutzen, oder was? Cool. Habe ich... Ah, Fleisch. So. Ich hätte speichern sollen vorher, ich Idiot. Stopp. Oh, hätte ich doch Zeit abgewartet, ich Idiot. Denn die haut ganz schön rein. Es ging aber schnell. Bist du behindert? So, bist du ein bisschen behindert oder was? Nichts gegen Behinderte? Ja? Aber, ne, als, ich, wenn man es auch so sieht, habe ich auch eine Behinderung. Aber jeder hat fast eine, fast jeder hat eine Behinderung. Die meisten. Na, die Hälfte. Viele Leute haben eine Behinderung. Also nichts gegen euch. Ich gehöre ja auch dazu. Oh. Die schlafen hier oder die sind tot? Alchemiepulver, für was brauchen die das? Oh, jetzt habe ich Kuhmilch geklaut. So, Alchemiepulver kann man sowieso nicht essen, deswegen... Ich sehe nichts. So, jetzt versuche ich es noch einmal, aber davor meditiere ich. Huch. Der Weg hat mich gerade kurz irritiert. Irritiert. So. Nein. Nein. So. Inventar. Oh oh. So. Schwert. Jetzt, na, meditieren. Kann ich nicht eine Stunde zurück meditieren? So. Speichern. Benutzen. Jetzt. So.
Oma, ich kill dich. Oma? Komm her. Aua. Die verschwindet, wenn die hier drin ist. Komm, komm, komm. Ja, warte, mach's doch aus. Mein Gott. Die will nicht, die will nicht. Aua. Autsch. Denkt die kann sich an mir heilen? Hätt's wohl gern. Ich geb dir, Oma, ich geb dir. Oh Gott, ich seh's kaum. Ich hab grad die Jalousien oben und das spiegelt wie Sau. Aua. Aua. Ey, das ist doch nicht wahr, die verarscht mich. Jetzt fängt sie schon wieder damit an. Bleib. Mist, Mist, Mist. Es ist nicht wahr. Ah, ich mach's in der nächsten Folge. Da schaffe ich's auf jeden Fall. Ich würde gern meinen Bruder hauen. Naja, in der nächsten Folge mache ich es dann. Ich wünsche euch viel. Soll ich ein Foto von machen? Danach das hier hochladen? Du Schuft, du. Ja, danke, dass du Wasserkocher auch anmachst. Wenn nur am Kaffee trinken. Ja, siehste? Pfosten. Sorry für die störenden Geräusche. Warte, ich muss das irgendwie eher so schalldämmen und so. Wenn sie es noch laden würde, würde ich speichern. Ladedaten, DHL-Wagen, reimt sich auf Ladedaten. So, da drüben steht ein Spaten. So, Spiel speichern. Hanna aus den Wäldern, ja bitte. So, und jetzt kann ich auch die Folge beenden. Kinders, ich wünsche euch viel Spaß und die Folge geht 50 Minuten. Ich werde das bestimmt irgendwie Zeit raffen, weil es total doof war, wie oft ich schon gestorben bin. Was? 5 Minuten, 50, ja. Na egal, ne, tschüss, bis zur nächsten Folge. Da wird's hoffentlich nicht so chaotisch wie heute. Meine Pizza brennt höchstwahrscheinlich an wegen dir. Also, tschüss, ne? Also, wegen ihm, nicht wegen euch. Also, tschüss. Wo ist hier Escape?